Hallo, liebe Freunde des englischen Silverplate. Mein Name ist Christian Bauer und ich möchte mich heute mit dem Thema beschäftigen, Marken auf versilberten Gegenständen. Es wird ein spannendes Thema, was vielleicht ein kleines bisschen trocken wirken kann, aber ich verspreche Ihnen spannende Geschichten. Was wird Sie erwarten? Zum einen eine kleine Einführung in die Entstehung der Marken auf Sterling-Silber, also des massiven Silbers, was einfach als Hintergrundinformation dienen soll. Des Weiteren eine Geschichte über den Erfolg des Old Sheffield Plate und die ersten damit verbundenen Marken ab 1750. Des Weiteren möchte ich erklären, warum so viele Objekte bis 1840 keine Marken aufweisen. Und zum Schluss möchte ich eingehen auf die ersten Marken des Electroplate, also nach der Erfindung der Cousins Elkington ab 1850. Es wird spannend, es wird ein bisschen trocken, aber ich hoffe, Sie haben Freude. Wenn ich mich heute mit dem Markenwesen auf versilberten Objekten beschäftigen möchte, so möchte ich doch einen kurzen Abriss geben über die Entstehung des Markenwesens auf Sterling-Silber im Allgemeinen. 1180 gab es eine erste Erwähnung von Silberschmieden und erst im 13. Jahrhundert sind die ersten Silberschmiedevereinigungen nachzuweisen. Die haben sich zusammengeschlossen, sie wollten ihre Privilegien und ihre Rechte festigen. Und man muss sich vorstellen, es gab zu der Zeit keinen gesetzlichen Erlass, wie hoch der Silberanteil war, denn man richtete sich nach dem Münzwesen, nach der Coinage, und das heutige Sterling-Silber wäre selbstverständlich viel zu weich für das Münzwesen gewesen. 1335 kam es dann zu einem Gesetzerlass, denn seriöse Kollegen hatten sich zusammengetan und wollten eine Grundlage bilden, und es kam dieser Erlass, der besagte, dass der Silberstandard mit 925 Anteilen festgelegt wird, aber gab natürlich immer noch viele Schlawuzis. Es kam auch dazu, dass man eine Marke mit auf dem Gegenstand anbringen musste, dass im Falle eines Falles nachweisbar war, wer diesen Gegenstand gefertigt hat. Etwas später, 1477, kam dann als echter Garant, nämlich für die Prüfung dieses Silbergehaltes, dieser laufende Löwe, den wir alle kennen, wurde eingeführt. Und 2 Jahre später gab es dann auch schon den ersten Jahresbuchstaben, der aber nicht unbedingt dazu erdacht war, dass man die Jahreszahl festlegen konnte, was wir heute sehr schätzen, sondern es ging darum, dass die Prüfer die Prüfung des Silbergegenstandes nicht mehr selber übernommen haben, sondern weitergegeben haben. Und jeder dieser Mitarbeiter hat einen Buchstaben bekommen, und falls der auch mal geschummelt hätte, hätte man aufgrund des Buchstabens, denn er war immer nur ein Jahr tätig, hat er aufgrund dieses Buchstabens im Prinzip seine Signatur hinterlassen und wäre rückverfolgbar gewesen. Dieses System ist bis heute einzigartig und die erste Silver Assay Office, also Prüfanstalt, ist in London gegründet worden. Später kamen viele andere große Städte hinzu, was zum Schluss auch 1773 Sheffield und Birmingham betraf, und dazu kommen wir jetzt. Bei Objekten aus der Old Sheffield Plate Produktion finden wir zu Beginn bereits erste Marken. Diese Marken wurden angeordnet wie die Silberschmiedemarken ihrer Kollegen, und das führte sehr schnell zu Verwechslungen. Denn es war mittlerweile die Qualität dieser Objekte derart was von gestiegen, dass es dem Laien gar nicht mehr möglich war, den Unterschied zwischen massivem Silber und Plate zu erkennen. Die Kollegen der Silberschmiede-Gilde sind selbstverständlich auch auf die Barrikaden gegangen, denn zuvor wurde die Technik des Plate total belächelt und jetzt haben sie gemerkt, dass das ein sehr, sehr erfolgreiches Business war. Und sie haben beim König einen Gesetzeserlass erwirkt, der ab 1773 besagte, dass versilberte Objekte nicht mehr gemarkt werden durften. Das war für die Plater ein wirklich schwerer Rückschlag, und sie haben dann durch starke Lobbyarbeit es geschafft, dass es 1784 einen weiteren Erlass gab, der ihnen gestattete, freiwillig
ihre Objekte zu punzen. Wichtig war, es wurde vorgegeben, dass sie ihren Namen einschlagen und ein Sonderzeichen dazu benutzen. Um weitere Verwechslungen zu vermeiden, musste diese Marke bei der Silber Assay Office, also in Sheffield, eingereicht werden und dort wurde geprüft, ob es eventuell zu einer Verwechslung kommen konnte. War das nicht der Fall, durfte der Meister diese Marke zukünftig auf seine Objekte stempeln. Es ist wirklich sehr interessant, denn diese Objekte, die ab der Zeit 1784 gestempelt wurden, haben oftmals nicht den vorgeschriebenen Namen und ein Sonderzeichen, sondern die meisten Objekte haben nur das Sonderzeichen. Ich denke, dass es daran lag, dass sie für sehr viele Wiederverkäufer gearbeitet haben und sie wollten nur mit ihrem Zeichen zurückzuverfolgen sein, wollten aber dem Retailer, also dem Händler, die Möglichkeit geben, seinen eigenen Namen in das Objekt einzuschlagen. Ich möchte jetzt hier auf der Seite, ich habe nämlich im Schnittprogramm etwas Neues entdeckt, möchte ich einblenden einfach ein paar interessante und oft auftauchende erste Meistermarken. So zum Beispiel TJ Krasick, einer der Miterfinder und Weiterentwickler der Old Sheffield Plate Produktion mit seinen 8 gekreuzten Pfeilen. Ferner natürlich ein wunderbarer Meister aus Birmingham, Matthew Boulton. Er hat immer 2 lachende Sonnen verwendet. Ein unheimlich engagierter Industrieller, der auch sehr verantwortlich war für die Weiterentwicklung von Birmingham. Dann haben wir die berühmte Glocke von Roberts Smith & Co. Diese Glocke wurde über die Jahrhunderte immer weitergegeben. Das ist eine ganz spannende Geschichte, zu der ich noch komme. Und wir haben die Fleur de Lis und den Phönix in dem Fall von I.I. Waterhouse, auch einer der Mitbegründer der Old Sheffield Plate Produktion in Sheffield. Warum haben wir heute so viele Gegenstände aus dieser Produktionszeit, die überhaupt keine Marken aufweisen? Das hat meines Erachtens 2 wichtige Gründe, denn erstens war die Registrierung einer Marke auch damals aufwendig. Die Marke musste eingereicht werden in der Prüfstelle in Sheffield, es wurde geprüft, es musste dafür bezahlt werden, es mussten Stempel angefertigt werden aus Stahl und man muss dazu sagen, viele Meister, die eigentlich aus der massiven Silberschmiedegilde kamen, wollten dieses Plate nur mal ausprobieren und dafür war ihnen dieser Aufwand zu groß und deswegen haben sie 4 bis 5 Jahre dieses Thema mal ausprobiert, haben festgestellt, dass das nicht ihr Ding ist, sind wieder zurückgegangen zu ihren Massivsilberverarbeitungs- und Herstellungstechniken und haben das Plate-Business aufgegeben und haben weder gemarkt noch in ihren Firmenunterlagen irgendwelche Informationen dazu hinterlassen. Ich bin der Meinung, dass aufgrund dieser Umstände 80% der Objekte, die in dieser Zeit bis 1840 gemacht wurden, überhaupt keine Marken haben. Und für uns heute ist nur wichtig, dass wenn auf einem Objekt keine Marke erscheint, es meines Erachtens generell erstmal ein gutes Zeichen ist, denn dann haben wir die Möglichkeit, aufgrund von Stil und von Form und von Herstellungstechnik herauszufinden, ob es wirklich aus der Zeit vor 1850, also OSP, oder nach 1850 Electroplate ist. Mit der Erfindung des Electroplate durch die Gebrüder Elkington kam es zu einer Veränderung der Marken. Es wurden nach wie vor Initialien eingestempelt, aber es gab eine zusätzliche Marke, nämlich ein EP für Electroplate, was in ein Wappen gebettet wurde und darüber war eine Krone zu erkennen. Diese anfängliche Firmenmarke von Elkington wurde dann von den Silverplate-Kollegen übernommen und haben sie hinten an ihren Namenszug angehängt.
Es ist wichtig zu wissen, wenn wir diese Marke sehen, dann ist dieser Gegenstand definitiv vor 1897 entstanden, denn durch einen Gesetzeserlass ist diese Marke ab 1897 verboten worden, um aufgrund der Krone nicht zu einer Verwechslung mit massivem Silber von Sheffield zu führen. Wichtig ist, es gibt auch weitere Marken, die erscheinen, zum Beispiel ein MP, das ist Magnetoplate, eine andere Bezeichnung für das Electroplate, wurde aber nur verwendet bis ca. 1862. Es gibt natürlich auch eine Marke GS, also GS for German Silver, eine ganz eigene, andere Technik, über die ich einen eigenen Beitrag machen möchte, denn das ist sehr, sehr spannend. Genauso wie BP, also British Plate, auch ein ganz eigener Beitrag wert, denn auch das ist sehr, sehr spannend. Es ist sehr interessant, wenn wir uns heute die jetzigen vorliegenden Marken ansehen, stoßen wir oft nur auf die Bezeichnung EPMS, ohne eine weitere Meistermarke. Und das entstand in der Zeit eben nach 1897, als die Kronenmarke verboten war. Und wenn wir keinen weiteren Meister dazu haben, dann ist EPNS eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es in Birmingham gefertigt wurde. Manchmal finden wir die Marke EPNS und ein S hinten dran. Dann können wir davon ausgehen, dass es sich um ein Produkt handelt, was in Sheffield gefertigt wurde. Was können wir heute für ein Fazit daraus ziehen? Ich denke, dass wenn wir einen Gegenstand vor uns haben, der gänzlich ohne eine Marke ist, so ist es erstmal ein gutes Zeichen. Bedeutet, es könnte sich um einen OSP-Gegenstand handeln und aufgrund der Kriterien der Herstellung können wir das prüfen. Wenn wir einen Gegenstand haben, der Meistermarken aufweist, so haben wir weiterhin die Möglichkeit herauszufinden, welcher Meister es ist und können ihn zeitlich sehr gut einordnen. Es gibt dazu ein Standardwerk, da werde ich einen eigenen kleinen Beitrag zu machen, der heißt Maker's Marks on British Silver Plate Wares. Das ist eine Enzyklopädie mit über 4000 Meistern, die zeitlich eingeordnet sind, sodass man herausfinden kann, definitiv zu welcher Zeit welcher Gegenstand gemacht wurde. Ich hoffe nun, dass Ihnen mein Beitrag gefallen hat. Ich hoffe auch, dass er nicht zu trocken war, aber interessant finde ich das Thema Marken auf versilberten Objekten auf jeden Fall. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie mich, besuchen Sie mich in meinem Geschäft im Bayerischen Nationalmuseum oder schreiben Sie mir einen Kommentar, vielleicht auch mit einem Thema, was Sie speziell interessiert, vielleicht können wir das einbauen. Ich verbleibe heute als Ihr Christian Bauer. Alles Gute! Schnitt. Kann ich lassen. Schnitt. Na, da fährt doch schon wieder die Tatütata durchs Bild. Also warten wir noch ein bisschen. Wurde auch ein Erlass gemacht, dass diese... Vergiss es. Schade, war es so gut. Die Plate an sich waren natürlich aufgebracht und haben mit einer großen Lobbyarbeit es geschafft, 1784, also 9 Jahre später, ach Quatsch, 11, stopp. Wir haben zum Beispiel einmal William Hutton, einer der Mitbegründer der Old Sheffield Plate Produktion, genauso wie Roberts and Bells, ist ja totaler Scheiß. Schaut. Also. Und das Telefon klingelt. So. 1784 einen weiteren Erlass erwirkt, Komisch. Es gibt aber auch EPNS und ein zusätzliches S, was bedeutet, dass es sich um eine namenlose Produktion, aber aus Sheffield bedeutet. Handelt. Scheiße. Oh Gott.
Schnitt. Zwei Minuten sind echt lang. Ausgehend, dass dieser Gegenstand in Birmingham